Hallo und willkommen. Heute gibt es meine bärenstarke Bärlauchpaste mit selbstgesammeltem Bärlauch. Ich war heute Morgen extra im Wald und habe den gepflückt. Das hier ist Bärlauchgeschmack, haltbar gemacht fürs ganze Jahr. Meine scharfe bärenstarke Bärlauchpaste nutze ich als Grundlage für Pastasoßen, Pilzsoßen, Bratensoßen, aber auch um mit Nüssen daraus schnell ein flinkes Pesto zu pürieren. Sie ist lange haltbar und kann dadurch auch außerhalb der Bärlauchsaison genutzt werden. Übrigens, ihr findet über 20 weitere richtig leckere Bärlauchgerichte auf meinem Blog www.dailyvegan.de. Bei der Bärlauchernte gilt, wenn ihr Bärlauch gefunden habt und unsicher seid, ob es auch wirklich welcher ist, könnt ihr so ein Blatt nehmen und das so ein bisschen klein rupfen, zwischen den Fingern zerreiben und daran riechen. Wenn das knoblauchartig oder lauchig riecht, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal ziemlich groß, dass ihr Bärlauch gefunden habt. Allerdings sieht Bärlauch auch einigen Giftpflanzen ähnlich, so wie Maiglöckchen oder Aronstab. Deswegen ist es wichtig, auch auf alle optischen Merkmale und auf das Habitat zu achten. Schließlich will sich niemand von uns vergiften. Bärlauch hat immer an den Blättern eine glatte Oberseite und eine matte Unterseite. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Außerdem geht der Stiel ins Weißliche über. Das Blatt hat immer so eine elliptische Form, die ohne Abgrenzung in den Stiel übergeht. Außerdem haben die Blätter, wenn man genau hinguckt, so leichte Längsstreifen, die hier so runtergehen. In der Mitte der Pflanze, also in der Mitte der Bärlauchpflanze, bildet sich irgendwann die Knospe. Die wächst an einem geraden Stiel heraus und bildet kleine weiße Blüten. Die sind übrigens auch essbar, genauso wie die Knospen. Ein Rezept für Bärlauchkapern aus den Knospen sowie alles, was ihr über die Pflanze wissen müsst, zur Bestimmung und so weiter, findet ihr in meinem Kräuterlexikon auf meinem Blog. Für ca. 600 ml Bärlauchpaste brauchst du nur drei Zutaten. 500 Gramm frischer Bärlauch, ein gehäufter Esslöffel Salz, 250 ml Öl, zum Beispiel Pflanzenöl, Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Den geernteten Bärlauch gründlich waschen, das geht am besten in der Salatschleuder. Lange Stiele entfernen, die Blätter grob hacken und mit dem Salz und dem Öl in einer Küchenmaschine zerkleinern, bis die Masse breiig geworden ist. Die Bärlauchpaste in kleine Schraubgläser füllen, mit einem Löffel andrücken, um Lufträume zu verschließen. Mit einer dünnen Ölschicht bedecken, um Gärung und Oxidation zu vermeiden. Die Paste an einem nicht zu warmen, dunklen Ort aufbewahren. Dort hält sie ungefähr ein Jahr. Angebrochene Gläser in den Kühlschrank stellen. Man kann die Bärlauchpaste, anstatt sie in Gläser zu füllen, natürlich auch portioniert einfrieren. So, mein Magen krummelt schon, ich muss nämlich mal was essen und mache mir jetzt erstmal Pasta mit Pilz-Sahnesoße, natürlich in vegan, und in die Soße mache ich meine leckere Bärlauchpaste.
dieses Rezept gefallen hat, lasse mir gerne ein Like oder ein Abo da. Mehr vegane Rezeptvideos findest du direkt hier auf meinem YouTube-Kanal. Und mehr als 800 Rezepte von mir gibt es auf meinem Blog www.dailyvegan.de. Um nichts zu verpassen, kannst du mir auch auf Facebook, Instagram, Twitter oder Pinterest folgen. Vielen Dank, tschüss! Bärlauch fürs ganze Jahr.